Spiel mich. Okay. Hallo und willkommen zu der nächsten Folge von Watch Dogs. Wir haben zuletzt den Standort des unbekannten Anrufers herausgefunden. Und jetzt machen wir nicht die Kampagne weiter, sondern wir versuchen uns wieder an den Drogen, liebe Kinder. Aber nein, nicht an den bösen Drogen, die im echten Leben uns schaden. Nein, an den digitalen Drogen, die uns nur die Finger wund machen. Und denn bis jetzt habe ich nur eines davon euch gezeigt. Jetzt zeige ich mal, oder beziehungsweise probiere ich mal ein anderes. Ich habe noch kein anderes gespielt. Aber jetzt suchen wir erstmal nach dem Dealer. Nach dem Dealer unseres Vertrauens. Ich weiß natürlich nicht, wo der ist. City Games? Das ist es nicht. Das muss es doch sein, oder? Genau, digitale Trips. Genau, und da haben wir auch einen digitalen Trip. Und auf geht's. Party. Die Beschleunigung der Autos liebe ich immer noch so sehr in dem Game. Das verleiht dem Spiel irgendwie ein total übertriebenes Gefühl eines Rennspiels, was es überhaupt nicht ist. Oh, na gut. Meine Fahrkünste habe ich ja bereits angesprochen. Ich versuche möglichst sorgfältig hier zu fahren. Aber das klappt halt nicht immer. So, wir parken mal hier. Ja, fast gut geparkt, würde ich sagen. Lust auf einen digitalen Trip? Ach. Was sagst du? Hast du Bock? Ja klar, Mann. Alter, her damit. Digitale Trips nehmen dich mit auf eine unglaubliche Reise. Das sind keine Drogen, nur Audiodateien, Mann. Du siehst Sachen, die du nie zuvor gesehen hast. Das Zeug bläst dir das Gehirn weg. So, also das Unterste haben wir schon gespielt. Madness war sehr unterhaltsam. Als nächstes nehmen wir uns, würde ich sagen, Alone vor. In Deckung, kämpfst du gegen deine inneren Dämonen? Versuch mal Alone, unseren neuesten D-Trip. Der rüttelt dich durch. Supergeil. Supergeil. Ja, kennt ihr das? Oh, du wirst lieben, was ich hier habe. Diesen Trip wirst du lieben. Roboter können sie auf kurze Distanz desintegrieren, also kommen sie ihnen nicht zu nah. Okay, die Stadt schaut sehr verlassen aus. Nur ich und diese komischen Gestalten. Und ich muss anscheinend alle Generatoren aktivieren, damit es wieder hell wird. Ja, dann versuche ich das mal und anscheinend dürfen mich die Dinger hier nicht sehen. Aber kann ich sie ausschalten? Ja. Roboter entdecken sie bei Sichtkontakt. Oh, das ist echt schlecht. Das ist echt schlecht. Oh oh, oh oh. Ach, das ist doch... Das ist jetzt echt jeden Roboter umnieten, der mir zu nahe kommt. Aber gut, wenigstens habe ich das schon mal geschafft. Wer spricht denn da zu diesen Robotern? Wow, der eine hat mich noch bemerkt. Wahnsinn. So einfach? Den ersten Bezirk befreit. Heimlich ausgeschaltet 1, im Kampf ausgeschaltet 3. Neuer Rekord, ein ungenutzter Skillpunkt. Den würde ich sehr gerne verteilen. Ausrüstung, Hex, Kampf, EMP. Das kann ich bei EMP freischalten. Ein Gürtel,
alle Roboter in der Nähe ausschalten. Wow, okay. Ein Treffer aus dieser Waffe macht einen Roboter kurzzeitig einsatzunfähig. Und wählen Sie mit RB EMP-Granaten, um alle Roboter in Detonationsradius abzuschalten. Ich glaube, ich muss da noch eine Runde machen, damit ich weiß, was am sinnvollsten ist. Okay, ich lauf mal. Nein, ich fahr lieber in das nächste Gebiet und sehe mir das mal genauer an. Okay, eine lange Fahrt war es jetzt nicht. Oh, aber da ist gerade einer. Da ist ja gleich einer. Okay, ich versuche ihn mal jetzt leise auszuschalten. Da kommt noch einer. Er hätte sterben sollen. Darf mich nicht sehen. Jawohl, der hat mich nicht gesehen. Die ganze 250 Punkte, wenn ich den Heimann ausschalte. Habe ich vorhin gar nicht wahrgenommen. Dann versuche ich das doch glatt zu tun. Oh oh, oh oh. Da sind auch schon welche, die in meine Richtung blicken. Das ist gar nicht gut. Ich verfolge mal den jetzt. Der läuft schon mal in die richtige Richtung. Da muss ich nämlich schon hin. Oh, 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 oh. Das sind aber echt viele hier. Na komm, versteck dich. War das knapp. Ausschalten? Ja, bitte. Oh oh. Oh. Falafel! Falafel! Komm, hack das Ding. Jawoll. Okay, also die spawnen doch schon sehr schnell und direkt um einen herum. Es ist recht schwierig, wenn ich das so sagen darf. Ich denke, ich kann sie die zwei Skillpunkte jetzt verteilen, die ich mir jetzt verdient habe. Schneller hacken den Generator, nein, Wettersignale sind stärker und erlauben ihnen den Generator aus großer Entfernung zu erreichen. Nee, ich möchte etwas, womit ich nicht so schnell bemerkt werde oder dass ich die schneller killen kann. Erhöhe den Schaden, den sie mit allen tödlichen Waffen einrichten um 50%. Dieser Rucksack erlaubt ihnen, mehr Gegenstände bei ihnen zu tragen, was ihre Überlebenschancen erhöht. Also ich würde wirklich sagen, dass das hier... Nein, lieber das. Ein Treffer aus dieser Waffe macht einen Roboter kurzzeitig einsatzunfähig. Die EMP-Kanone. Die nehme ich mir mal. Und die EMP-Granate. Das sind zwei wahrscheinlich sehr hilfreiche Sachen. Items, die ich hier durchaus gebrauchen könnte. Ich versuche jetzt noch das nächste Bezirk damit zu schaffen. Mal gucken, ob das klappt. Also sind doch ein bisschen entfernt. Ich glaube, ich nehme das Auto hier. Das, naja, ein bisschen mitgenommene Auto. Lal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 
So, noch ein Versuch. Mal schauen, was jetzt klappt. Okay, also ist egal, welchen Weg ich nehme. Ach komm, wirklich? Spawnt er genau da in der Ecke? So was Böses. Jawohl. So gut. Weiter so, weiter so. Also es ist irgendwie seltsam, mich selber anzufeuern. Das hatte ich tatsächlich noch nie gemacht. Nein, da habe ich mich nicht gemerkt. Oh, das ist doch nicht so gut. Und ausschalten. Was ist das für ein Koffer? Hier auf der Map. Aha, Sturmgewehr. AK-47 mit Munition. Oh oh, ich hätte nicht rennen dürfen. Das war blöd von mir. Oh, der eine hat einen Match. Kein Wunder. Aber der stellt jetzt keine Gefahr mehr. Da. Ich schalte ihn, glaube ich, leise aus. Ne, Punkte. Oh oh. Da ist noch einer. Bitte, bitte, lauf weiter, lauf weiter. Ja, sehr gut. Dann kann ich den seelenruhig ausschalten. Von hinten. Attacke! Ausgeschaltet. Ausgeschaltet! So, jetzt bin ich schon fast da. Also zwei, die hier noch rumlatschen. Die sollten kein Problem sein. Wenn noch weitere auftauchen, wird es. Ja genau, so wie der zum Beispiel, wird es etwas schwieriger. Oh nein, oh nein, oh nein. Komm schon. Jawohl. Das war jetzt ein bisschen knapp. Neuer Rekord. Tja, wer hätte es gedacht? Ja, ich auf jeden Fall nicht. Und ich würde jetzt mal sagen, dass es erst einmal genug ist mit dem Minigame, mit dem G-Trip. Und hier fortsetzen. Kann ich hier. Ah ja, okay, hier. Genau. Hier kann ich auch aufwachen. Und das tue ich. Ich wache auf und alles ist wie früher. Alles ganz normal. Keine Schäden davon getragen. Alles wunderbar. Super, das gefällt mir. So, ich kann die Tür nicht öffnen, also hüpfe ich drüber. Okay, was tun wir als nächstes? Ich würde sagen, dass wir den Turm hier freischalten. Aber nicht mit diesem Auto. Welches soll ich da nehmen? Ah, das. Wunderbar. Ein Mustang, oder zumindest auch ein auf Mustang gemachtes Auto. Hoffentlich gibt jetzt nicht die Bullen. Gut, das macht sie nicht. In einigen Teilen der Stadt ist der Strom ausgefallen. Die Behörden behaupten, dass die OS-Kunden keine Feuergefahr des Funkstandards festgelegt. Ohne das TOS-Netz, so die Behörden, wären die Auswirkungen noch größer. Ich weiß, da war eine Abkürzung. Ich habe sie nicht genommen, weil ich zu viel abgewogen habe. Ich habe eben nicht nachgedacht.
Party. Warte, oh Moment. Da ist ja Wasser, da kann ich nicht durchs Wasser. Mit dem Tal hier. Verursachen wir mal einen Crash. Oder auch nicht. Okay. Glück hier hoch. Und flieg. Oh, ich liebe es. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Zeit mit ihm liebe? So, hier irgendwo ist der Turm. Ah, das sind auch schon Wachmänner. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Was stimmt nicht mit dem? Okay, okay, okay. Das wird wahrscheinlich etwas Schwierigeres. So, der hat wahrscheinlich kein Code. Nichts, worum man sich Sorgen machen müsste. Okay, also so viel. So ein großes Gebiet nur für einen US-Turm. Das habe ich ja noch nie gesehen hier in dem Game. Ich muss auch zugeben, das wisst ihr selber, ich habe noch nicht sehr viele Türme gehackt. Aber gut. Das soll... Ich werde nicht sprengen jetzt. Das soll kein Problem darstellen. Die Schwierigkeit des Hacks. Machen wir mal die Tür auf. Das elektronische Schild aktivieren wir mal. Und die Tür da hinten machen wir genauso auf. So, die Kamera hier. Okay, kann man drehen. Okay. Wird von Musikinstrumenten sexuell erregt. Ach du Kacke. Okay. Kann man ablenken. Das hiesige Symphonieorchester sucht Instrumentenreiniger. Das könnte ich machen. Haben Sie Erfahrung mit Instrumenten? Ein bisschen, ja. Wir melden uns. Das ist aber sehr kurze Abgelenkung. Ja, genau. Voll krass Deutsch. Oh, da hinten die Kamera von dem Wachmann. Oh, nee, nicht vom Wachmann. Einfach eine Kamera. Aus Reichweite. Okay, irgendwie bin ich stecken geblieben. Das ist nicht gut. Kamera hier. Das ist mit der Cam hier. Kann Verstärkung rufen. Aha! Der hat es. Jawohl. Jetzt habe ich den Zugang. Jetzt muss ich nur noch hingelangen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Weil es so verdammt viele Leute sind hier. Sehr viele Wachen. Okay, ich muss hier irgendwie raufkommen. Gut, der Wachraum ist direkt über mir. Notfalls benutze ich wohl die Pistole. So, das sind zwei Wachmänner. Okay, einer davon, der hier, kann Verstärkung rufen. Den kann ich nicht weglocken. Das ist unvorteilhaft. Aber ich kann ihn ablenken. Da hat sich was bewegt. Ich geh mal nachsehen.
sollte sich nicht bewegen, oder? Was ist los, verdammt? Oh, das ist doch scheiße. Halt an! Das... Da! Holt ihn! Er ist in Sicht. Tut mir leid, aber das... Nein, nein, nix Verstärkung rufen! Ah, jetzt... Super, was hast du bitte schon angestellt, Mensch? Ich lasse nicht aus dem Visier. Ich kann länger als du, Amateur! Nicht. Ich verfolge ihn. Komm, schnell hacken. Ja, super, jetzt das Minigame spielen. Das ist unvorteilhaft. Unvorteilhaft. Ah, jetzt muss ich ja nicht achten auf die Geräusche. Komm. Jawohl. Oh oh, Granate. Nicht gut. So. Oh oh, nachladen. Oh damn, ich brauche nochmal eine andere Waffe hier. Genau, die ist gut. Verstecken, du auch nicht. Sehr gut. Oh, oh, ah, komm. Genau in diesem Augenblick kann er nachladen müssen. Das ist mal ärgerlich. Okay, ich glaube, soweit ist es sauber hier. Die Kamera vom Laptop? Haha, lustig. Jawoll, so ein Riesengebiet freigeschaltet. Treten Sie alle CTOS-Wachleute oder entkommen Sie aus dem Gebiet. Ich bin für Entkommen. Und das werde ich jetzt... Oh, oh. Oh. Ich dachte, es ist irgendwie so eine... Auf, der ist clever. Kack. Säure oder so. Wo ich jetzt sofort wahrscheinlich sterben würde. Aber das ist noch schlimmer. Ich komme hier nicht raus. Da ist nirgendwo eine Leiter. Oh, gut. Ich kann klettern. Ich meine, ich wusste es schon vorher, aber... Ich kann da rausklettern. Ich habe da rausklettern können. Nein, ich hau einfach ab. Kann ihn irgendjemand sehen? Gut, dass du mich nicht sehen kannst. Ich bin direkt vor deiner Nase. Jetzt haben wir ihn. Nein. Ich hab mich nicht. Das war's. Und ich bin erfolgreich entkommen. Check noch mal, schätze ich. Oh nein! Siehst du ihn? Oh, war das knapp. Ich glaube, der ist weg. Das war's knapp. Wahnsinn. Oh oh. Da vorne ist jemand, der mich besuchen will. Der mich suchen tut. Erfolgreich Deutsch. Aber ich glaube, ich bleibe hier stehen und mache den Motor aus. Sehe ihn nicht. Und niemand sollte mich jetzt finden. Oh, das da vorne sind die, glaube ich. Nein, 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 du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ja, du siehst mich auch nicht. Komm, fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter. Leck mich, wo ist der Kerl hin? Ich bin weg. Ich bin weit weg. Zumindest könnt ihr mich nicht sehen. Mit euren Auto. Mit deinen CTOS-Wagen. Ach komm, Leute, jetzt
welchem Gebiet soll ich denn verschwinden? Damit ihr endlich mal loslassen könnt. Wo ist der Bastard? Nein! Du willst mich verarschen. Du willst mich echt verarschen. Wie hast du mich entdecken können? Du hast... Oh. Okay, jetzt weg hier. Oder... Lights. Ich töte dich. Wo bist du? Zweite. Tut mir leid, aber wenn es nicht anders geht, wenn wir das so wollen, dann kriegen wir das. Schließlich bin ich auch Mafiosi. Hahaha. Ich muss sowas machen. Sonst bin ich kein Mafiosi. Okay. Ich würde sagen, für heute war es das auch schon. Genug Action, genug Geschleiche und ein wunderschöner maroder Wagen, den ihr in der nächsten Folge in Action sehen werdet. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Gebt diesen Video nach oben, wenn ihr auch ein Mafiosi sein wollt in einem digitalen Leben. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis demnächst. Bye bye.